Schönen guten Morgen, Tim. Schönen guten Morgen, Susanne. Morgen, Frankie. Moin. Du hast uns eine skurrile Geschichte mitgebracht, ne? Einen Funkspruch, den es wirklich gegeben hat, und zwar vor der spanischen Küste zwischen Spaniern und Amerikanern. Los geht's. Und zwar mit dem Spanier. Hier spricht A853 zu Ihnen. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Daraufhin die Amerikaner auf ihrem Schiff. Hier spricht der Kapitän eines Schiffes der nordamerikanischen Marine. Ändern Sie sofort Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden. Antwort vom Spanier. Dies ist nicht machbar. Weichen Sie aus. Jetzt wieder der Amerikaner. Hier spricht Kapitän Richard James Howard, Kommandant des Flugzeugträgers USS Lincoln von der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika. Das zweitgrößte Kriegsschiff der nordamerikanischen Flotte. Uns geleiten 2 Panzerkreuzer, 6 Zerstörer, 5 Kreuzschiffe, 4 U-Boote und mehrere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. Ich befehle Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie sich nicht daran halten, so sehen wir uns gezwungen, die notwendigen Schritte einzuleiten. Das klingt ja so, als wenn die Spanier ziemlich stur wären und einfach nicht vom Kurs weg wollen. Es gibt ja jetzt auch die Antwort des Spaniers. Hier spricht Juan Manuel Salas Alcantara. Wir sind 2 Personen. Uns geleiten unser Hund, unser Essen, 2 Bier und ein Gast, der gerade schläft. Wir fahren nirgendwo hin. Wir sind Leuchtturm A853 auf dem Festland der Küste Galiciens. Und Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten und auf die Sie geil sind, um die Sicherheit Ihres scheiß Flugzeugträgers zu garantieren, zumal er gleich an den Küstenfelsen Spaniens zerschellen wird. Oh nein! Und aus diesem Grund möchten wir Ihnen nochmals ans Herz legen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision mit uns zu vermeiden. Danach war der Funkverkehr beendet. Aber den Flugzeugträger, den gibt es noch. Unglaublich.